Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Ihr seid Ausdrücke der Quelle, übersetzt von Altana. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Ihr alle seid besondere und einzigartige Ausdrucksformen der Quellenenergie. Ihr habt mehr Ressourcen zur Verfügung, als ihr oft nutzt. Die Tiefe und die unendliche Natur der Quelle steht euch zur Verfügung. Und jeder von euch hat gleichberechtigten Zugang. Egal, wie ihr über euch selbst denkt. Selbst eine Person, die die Existenz der Quelle leugnet, ihre eigene ewige Natur verleugnet, hat Zugang zu allem, was die Quelle ist. Stellt euch also vor, was ihr tun könntet und wie viel ihr erreichen könntet, wenn ihr eure wahre Natur als Wesen der Quellenenergie vollständig annehmen würdet. Stellt euch vor, wie viel mehr von euch selbst ihr zur Party mitbringen könntet. Nun, sich selbst als Quelle zu deklarieren, könnte ein wenig egoistisch erscheinen. Wenn ihr jedoch anerkennt, dass jeder andere auch ein Aspekt der Quelle ist, dann gleicht ihr das Spielfeld aus. Je mehr ihr euch selbst als Quellenenergie im Fleisch deklariert und andere ermutigt, dasselbe zu tun, desto mehr demonstriert ihr anderen, wie leicht es ist, dies anzuerkennen. Die Idee der Blasphemie, Ketzerei oder Hybris würde so viele Menschen von dieser Botschaft, dieser Übertragung abschrecken. Wir sind hier, um euch zu stärken. Wir sind hier, um euch zu helfen, und wir haben nur eure Interessen im Auge, wenn wir euch sagen, wer ihr wirklich seid. Nun wissen wir, dass ihr bereits wisst, wer ihr wirklich seid. Denn wenn ihr diese Übertragung empfangt, dann seid ihr bereits auf die fundamentale Wahrheit des Erwachens gestoßen. Es ist jedoch leicht, sich in das menschliche Leben zu verstricken und zu vergessen, wozu man Zugang hat. Noch einmal, ihr habt alle gleichberechtigten Zugang, egal was ihr denkt und was ihr fühlt. Manchmal ist es, wenn ihr einen eurer dunkelsten Momente habt, dass ihr tief in euch eintaucht, um auf die Kehrseite dessen, was ihr fühlt, zuzugreifen. Und ihr habt einen Moment der Klarheit, einen Moment der Einheit, einen Moment der vollen Anerkennung dessen, wer ihr wirklich seid. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.